Ja, hallihallo, hier ein Bericht aus Italien. Und zwar geht es heute um dieses Exemplar von C64. Und zwar ist es ein SX64 oder 64 SX, so wie ihr das nennt. Ein Exekutivcomputer. Das war das tragbare Modell von C64. Sozusagen das erste Modell von einem All-in-One-Computer. Und zwar haben wir hier die Tastatur. Das Teil läuft und das Laufwerk, Monitor und dann natürlich alle Ports, die zu einem C64 gehören, außer dem Dataset-Port, weil das brauchte der scheinbar nicht, da es wie gesagt, ein tragbares Modell ist. Sieht nicht nach tragbar aus, ist es aber, weil natürlich zu seiner Zeit war die Technologie halt nicht so fortgeschritten, wie wir sie heute kennen. Weil mir tragbar natürlich fast Pocket jetzt meinen. Ne? Also was Tragbares soll ja gut in eine Tasche passen und schön bequem zur Reise mitgehen. Dieses Modell konnte zur Reise, aber war ja schließlich mehr ein Koffer, ne? Wenn man so will. Ja, also wie gesagt, es läuft. Ich muss jetzt ein bisschen nach dem Rechten schauen, ein bisschen putzen, das Laufwerk kontrollieren, alles. Sagen wir mal in einem Checken, ne? So generell. Leider fehlt das Originalkabel zur Tastatur. Ich habe aber ein Leihkabel von meinem Modell. Das ist nämlich nicht meins, sondern das hat mir ein Kumpel zugeschickt. Und das, was ich machen sollte, ist halt natürlich das Teil putzen. Das sieht ein bisschen verschmutzt aus. Und wie gesagt, halt eine Generalkontrolle machen. Ich zeige euch mal, wie das Ding in der Nähe aussieht und dann wird man mal weitersehen. So, und jetzt fangen wir mal an mit der Tastatur. Und zwar hat die schon bessere Zeiten erlebt. Naja, das kann man alles hin. Da wird jetzt schön gründlich geputzt. Und das ist hier haben wir die Bildschirmregelung. Das erste ist für die Lautstärke, der Rest ist für den Bildschirm. Und das Floppy-Laufwerk, das entspricht einem 1541. Und dann haben wir hier das Bildschirm, das ist jetzt C64 SX. Und dann halt das Gehäuse, sieht auch nicht ganz perfekt aus, aber ist ja nur zum Putzen. Und sonst glaube ich, könnte das schon gehen. Und außerdem, gerade weil es kein Dataset-Port hat, ist auch das Kernel-ROM modifiziert worden, in dem Sinn, dass es keine Tape-Befehle mehr akzeptiert. Und zwar, wenn wir einen Load-Befehl einschreiben, gibt es ein Illegal Device Number Error. Und zwar erkennt er keinen Kassettenbefehl, also keinen Tape-Befehl. Wie gesagt, ich kann jetzt durch die Commodore-Taste und das Run-Stop hier. Wie gesagt, das Laden von der Kassette wird durch das Laden des ersten Programms auf der Floppy-Diskette übertragen. So, anstatt jetzt nach einem Press Play on Tape zu suchen oder schreiben, erzeugt er den Befehl, das erste Programm zu laden. In diesem Fall haben wir jetzt einen kleinen Fehler hier, einen Lesefehler von dem wahrscheinlich. Ist das Laufwerk ein bisschen schmutzig oder der Leseschreibkopf? Das werden wir jetzt aber sehen. Ja, okay. Den Inhalt liest er, also muss da schon irgendwie was sein. Ja, das sind die Unterschiede, die jetzt nicht nur die Farbe am Screen sind, sondern auch ein verändertes Kernel-ROM. Und so sieht das Teil von hinten aus. Und zwar haben wir hier die zwei Joystick-Ports. Wie üblich und auch den Videoausgang, den seriellen Port für externes Laufwerk oder andere Peripheriegeräte und das User-Port. Wie gesagt, hat es keinen Datasette-Port, weil man hier das in diesem Modell nicht benötigt, da es schon ein Laufwerk eingebaut hat und die Kassette praktisch überflüssig sind, weil es ja schließlich ein tragbares Modell ist. So, und hier ist das Innenleben des C64 SX. Wie man sehen kann, haben wir hier den Monitor, Lautsprecher und dann hier ist das Mainboard.
Also das, die Hauptplatine des C64 überhaupt. Und das Bemerkenswerte hier ist, der Kühlkörper, der wird wahrscheinlich hier drin bestimmt ein bisschen wärmer. Ja, und hier ist das Steckmodul-Port, also die Expansion-Port, die durch eine Zulassung am oberen Deckel das ermöglicht, ein Steckmodul zu nutzen. Das habe ich euch vorhin nicht gezeigt. Und zwar sieht das dann so aus. Wir haben ja den Einlass für ein Steckmodul. Und dann hier ist die Elektronik zum Laufwerk. Und zwar die hier, die Platine. Die geht die ganze Seite entlang. Da ist praktisch, da steckt der ganze 1541 drin. Hier haben wir die Mechanik, die man sehen kann. Ich werde jetzt sowieso alles auseinanderbauen. Und ja, das ist halt hier, das ist die Input-Output-Platine, die zuständig für das Steckmodul ist und den User-Port. Hier haben wir das schöne Flat-Kabel, wo an das User-Port geht. Und dann ansonsten hier die Joysticks und die Ausgänge. Ja, das ist eigentlich alles. Ja, ist eine schöne große Technologie für seine Zeit. So, hier ist das Einzelteil von Laufwerk. Ne, sieht ja einem 1541 gleich. Und ja, und danach, jetzt wird alles schön gesäubert, das Laufwerk eingefettet und eingeölt. Und danach kommt die Tastatur dran. Naja, mal sehen. So, die ersten Teile liegen schon am Trocknen. Schön sauber gewaschen und poliert und geschrubbt. Und natürlich auch die Tastatur mit den einzelnen Tasten alle schön gesäubert und gewaschen. So, so sieht jetzt das Ganze nach dem Putzen aus. Von innen bis nach außen. Und zwar habe ich innen drin alles von Staub entfernt. Im Gegensatz zum Anfang sieht es schon viel besser aus. Und auch außen. So, das ist hier die Tastatur. Ist schon viel schöner geworden. Und auch natürlich das Gehäuse und der Rest des Computers. So, kann man deutlich sehen. Ist natürlich was ganz anderes jetzt. So, und jetzt auf mein Spielchen probieren. So, und rauf hier in mein Retro-Wohnzimmer mit dem SX64. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, habe ich einer meiner Lieblingsspiele geladen, und zwar Turrican 2. Ist bestimmt auch eins eurer Lieblingsspiele. Wer kennt Turrican nicht? Und zwar mittels der Action Replay 6. Dieses Steckmodul hat einen Fastloader, das Laden vom Laufwerk extrem schnell beschleunigt. Also das Laden geht, die Ladezeit ist wirklich gering. Ja, und dann habe ich hier meinen Speed King von Konix, eines meiner Lieblingsjoysticks. Und jetzt wird ein bisschen gespielt, so. Auch wenn der Bildschirm relativ klein ist, aber egal. Ist auf jeden Fall eine schöne Maschine. Ja, ich glaube, das war's dann auch für dieses Video hier, für diese Vorschau. Und ja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!